Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynastie. Puh, was war das denn? So, ich stehe hier wieder natürlich ja wunderbar im Pyjama bzw. nackt auf meinem Balkon und genieße die Aussicht auf meinen Gutshof. Ja. Warum ist das manchmal so unscharf? Zack, jetzt ist da hinten. Ich glaube, das ist... Ah, okay, das ist wohl irgend so ein Motion-Ding. So. Meine Freunde, ja. Ich bin wieder hier auf dem Bauernhof. Wunderbar. Auf meinem Landsitz, auf meinem Gutshof. Und wie sieht es eigentlich verfassungstechnisch aus? Ich sollte mal was essen. Wir haben es morgens 10 Uhr. Hä? War ich schon... Eier holen? Weiß ich gar nicht. Muss ich gerade mal schauen. Die letzte Folge ist bei mir auch schon wieder ein paar Tage her. Ich war mittlerweile meine Stammzellenspende durchführen. Ah, ich glaube, hier war ich schon. Ja, die Eier habe ich wohl schon geholt. Keine Ahnung. Offensichtlich. Aber warum bin ich dann oben auf dem Balkon? Das verstehe ich nicht ganz. Was stand da gerade? Achso. Kühe melken ist auch nicht. Nö, dann, ist es wohl schon... Habe ich das wohl schon hinter mir? Bin ich in der letzten Folge dann wieder da rein und da hoch? Kann das sein? Hm, naja. Ich sehe, ich bin... Bin ich etwas zu leise? Obwohl, geht eigentlich. Ich nehme mal das Mikro ein ganz kleines Stückchen weiter hoch. Ja, warum bin ich so leise? Was ist da los? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Jetzt, das ist jetzt sehr laut. Okay. Hm. Ist die Musik lauter als sonst? Obwohl. Müsste eigentlich gehen. Naja, gut. So, ohne weitere Flüchte, ohne weitere Ablenkungen. Ich schau mal hier rein. Wie sieht's denn hier aus? Gucken wir gleich mal wassertechnisch. Die Tomaten sind noch nicht... Reif. Zucchini-Setzlinge. Warum erscheint das jetzt? 86 Zucchini-Setzlinge. Verstehe ich nicht. Das hier sind keine Zucchinis. Benutzen Setzlingslager. 86 Stück. Ja, ich habe doch von allem so viel. Keine Ahnung, warum das hier so angezeigt wird. I don't know. I don't know. So, ich mache hier gleich nochmal ein bisschen die Bewässerung an. Nee, ich werde auch nass. Hier regnet schön runter. So. Okay, hart angehalten. So, wunderbar. Dann kann ich auch mal was essen. Ach ja. Ach komm, ich esse ein gekochtes Ei. Flump. Und dann legen wir mal hier weiter, hier wieder los. Hier habe ich, hier war ich noch nicht fertig mit Düngen, oder? Doch, ich war fertig. Dünger 100%. Und hier haben wir auch Dünger 100%. Okay, dann, fehlt eigentlich nur noch der Dung. Wie viel haben wir denn? Mistgelager 2%. Ich habe doch Dung gekauft. Wo ist der Dung? Sind das die 2%? Hab ich 2% Mist gekauft, oder was? Hm. Oder habe ich den Dung hier drin? Nö, aber kann ja eigentlich nicht sein. Naja. So, wo ist mein Traktor? Hier. Versteckt er sich. Komm raus, gute Bertha. Machen wir hier auch wieder auf. Und das da können wir eigentlich zulassen. Da könnte ich meinen Pickup reinstellen, oder? Oder passt der da gar nicht rein? Das muss ich jetzt gerade mal probieren. Da ist wieder ein Tor offen. Machen wir das andere auch auf, was soll's. So, das will ich jetzt gerade mal probieren, ob der Pickup da reinpasst. In diese Scheune, in diese Garage hier.
Wie viel Sprit hat er noch? 82%, den könnten wir auch mal tanken. Oh, da war es gerade. Tank, Enter, zack. Einmal waschen. Erstmal tanken und Fahrzeug waschen. Aber einfärben können wir den nicht, leider. Zu alt und gammelig. Zu alt und gammelig und rostig. Cool, der passt da rein. Bis hinten ran. Braucht er eigentlich gar nicht. Ein Stück nach vorne können wir noch. Bremsen ist gar nicht so leicht mit dem Ding. Ja, komm, dann lassen wir den da drin stehen. Was ist denn mit der Kontaktlinse los? Hat sich auf dem Auge festgeglüpscht. So. Dann geht's hier wieder los. Mit dem lauten Geknatter. Gehe ich gleich mal meinen Güllehänger holen. Achso, da wollte ich jetzt noch nicht rückwärts fahren, egal. Oh. So. Ankoppeln. Und nochmal Kacke rein. So, jetzt haben wir 32%. Das ist ja jetzt nicht wirklich viel. Ich hab doch Dünger gekauft. Wo ist der denn? Oder nicht Dünger, sondern Dung. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Was ich Dung gekauft habe. Naja, gut. Wir sprühen. Es geht los. Die Kacke wird verteilt. Wie weit kommen wir damit? Ah ja, schon ein Stück. So, nur wird das Ding sehr schnell leer sein. Ja, da geht schon einiges raus. Kann ich da auch mit der Kamera? Ja, schön mit der Kamera raus. Gucken, wie hier die Kacke raussprüht. Aus dem Kacke-Sprühgerät. Ja, der Dünger wird nirgends hinreichen. Da werde ich noch mehr Kühe brauchen. Und dann kann ich eventuell nochmal Dung kaufen. Aber ich frage mich, wo der ist. Und ich habe den Dung hier jetzt nicht wirklich wahrgenommen. Außer wenn das die 1000 Kilo waren. Die eine Tonne, die wir da noch reingemacht haben. Aber meine Kühe haben ja auch was produziert, also keine Ahnung. Na, jetzt fahre ich erstmal das bisschen, was wir noch haben. Fahre ich mal noch rum. Und dann, ja, mal schauen. Dann düse ich vielleicht mal eben zum Laden runter. Und kaufe mir noch ein paar Kühe. Und vielleicht auch ein bisschen Dung. Also mal schauen. Dung 34%. Okay, das funktioniert. Uäh. Mann, was linke ich da für einen Scheiß zusammen? Ah! Ich hasse es mit links. Mit links zu steuern bei irgendwelchen Fahrgeräten. Die linke Taste ist eigentlich die Strafe. Der linke Finger ist der Strafe-Finger. Und nicht der Links-Lenkfinger. Naja, gleich ist eh leer. Noch ist was drin. Die letzten 4%. Vielleicht dürfte leer sein. Dann ist Kacke Ende. Na, na. Na, 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 na. Immer noch Kacke drin. Immer noch Kacke drin. Jetzt ist leer. Okidoki. Dann fahre ich den Karren da mal wieder drunter.
Was ist denn mit der Kontaktlinse los, sag mal? Die randaliert hier im Auge. So. Jetzt ist genaues Zielen angesagt. Ist gelagert 0%. Gut. So abgekoppelt. Ja, ich weiß nicht, ob das reicht. Wobei, ich lasse den, komm, ich lasse den mal hier stehen. So. Und dann gehe ich mal zu meinem Jeep. Zu meinem Pickup. Und fahr mal zum Laden runter. Kann ja eigentlich hinten rausfahren, aber wobei, ich habe ja hier jetzt offen. So, wo war der Laden? Links runter, ne? Ich glaube. Müsste da drüben gewesen sein. Irgendwann werde ich mich hier schon noch auskennen. Ah ja. Ja, doch, ich glaube hier. Und dann die Straße voll runter. Und dann, ja, muss ich schauen. Oh, meine Kopfschmerzen. Oh. Dann nimm halt mal eine Tablette, dann hören die Kopfschmerzen auch auf. Mann, Mann, Mann. Unfassbar, die Leute. Und ich könnte eigentlich mal ein Tempomat reinhauen, dann muss ich nicht die ganze Zeit hier mir den Finger platt drücken. Dann können wir die 60 km/h auch so fahren. Ja, 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 ja. Oder geht's hier nach rechts? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es geht hier lang. Ja, genau. Ah, das war richtig. Was war da rechts? Es ging doch auch mal nach rechts. Hm, weiß ich nicht mehr. War da ein Feld oder was? So, ich park mal hier direkt vorm Loch. Chef ist da. Zack. So, wir haben 4000 Kühe im Besitz. Also zum Säen haben wir genug Dung. Kilo kostet 84. Eine Tonne kostet 800. Fünf Tonnen kosten 4200. Dann hätten wir überhaupt keine Kohle mehr zum Renovieren. Das wäre nicht so gut. Oder aber ich kaufe noch mehr Kühe. Ich könnte mir noch 6 Kühe kaufen. Und dann das Geld der Milch und der Eier nehmen. Und damit dann Dings hier. Kuhfutter haben wir auch nicht mehr. Obwohl doch ein bisschen noch was. Ja, mit den Eiern und dem und der Milch mir dann mein Renovierungsbudget kaufen. Wenn ich jetzt hier mal den Dung weglasse, habe ich sogar noch was übrig. Ach komm, dann machen wir so. Dann sind die Kühe da. So. Dann war ich gleich wieder heim. Und guck mal nach den Viechern. Nach den Rindviechern. So. Ab nach Hause. Ah, diese Kamera. So ist besser. Ja, und dann gucke ich mal. Wir haben ja jetzt schon ganz schön viel eingekochte Milch und eingemachte Eier. Eingelegte, eingekochte Eier, wie auch immer. Dann könnte ich eigentlich zum John mal rübergehen und mal da ein bisschen was von verkaufen.
Hatte ich ja sowieso vor, das Zeug ein bisschen einzudämmen, einzuminimieren. Naja, ich wollte das mal ein bisschen sammeln, aber ja. Dann verkaufen wir halt jetzt schon mal ein bisschen. Wir werden ja jetzt eh sehr viel mehr Milch kriegen. Von 6 Kühen. Das wird schon ordentlich fetzen. So, ja gut, der Dung, ja, der wird wahrscheinlich auf sich warten lassen. Dann ist die Frage, mache ich so weiter ohne Dung? Oder gehe ich mal den Hund suchen? Ich gucke erstmal nach meinen Kühen. Und dann gucke ich mal nach dem Hund. Dann machen wir mal Hundefolge. Und dann gucken wir mal nach Naurex. Ja. Jetzt bin ich irgendwie im Hühnerstall gelandet. Dieses Auto, ne? So, sind da jetzt schon Eier? Nö, die kommen nur über Nacht dann. So, jetzt lass mal sehen, was machen denn meine Kühe? Ja, guck mal einen an. Jetzt haben wir hier einen richtig schönen, vollgestopften Kuhstall. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hä, warum haben wir 8 Kühe, aber 9 Ständer? Verstehe ich nicht. Haben wir eine nicht gekriegt, oder was? Ich habe noch 1140. Hä? Warum ist ein Ständer leer? Das verstehe ich nicht. Naja. Achso, nach dem Mist wollte ich gucken. Oh, Mist. Ach. Da werde ich gleich wieder müde. Müde. Okay, nee, das, ja, dauert. Das war mir fast schon klar. Was sind da drüben für Viecher? Machen die nicht auch Dung? Diese Viecher? Naja, also einpflanzen will ich jetzt, einsehen will ich jetzt eigentlich noch nicht. Ohne Dünger. Beziehungsweise ohne Dung. Also ich will es schon... Was ist das hier? 900? Achso, diese Tussi bewegt sich. Ja, okay. Unsere Missionsfrau, unsere Kürbissuppenfrau bewegt sich. Deswegen bewegt sich der Pfeil. Ich gehe mal den Hund suchen. Komm. Machen wir mal eine Hund-Suchen-Folge. Und dann geben wir dem Hund mal Würstchen. Der ist wohl drüben beim Olli. Oder hier bei diesem anderen Bauernhof. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, der ist... Wir haben den drüben beim Olli gesehen, oder? Oder haben wir den hier gesehen? Hier bei der... Bei wem ist das? Becky oder was ist das? Ich schau mal, ob wir ihn hier sehen. Aber sieht nicht so aus. Hier scheint niemand zu Hause zu sein. Die haben zwar auch eine Hundehütte. Die haben auch Mist. Aber den geben sie wahrscheinlich nicht ab. Ganz schön schwierig, rückwärts zu fahren, wenn man nichts sieht. Na, ich sollte vielleicht mal so fahren. So ist wahrscheinlich besser. So, das heißt, dann wäre der Hund jetzt quasi erstmal hier. Ja, tatsächlich, da ist er, ja. Hallo Hundi. Hallo Rex. Ja, Wurst. Rex scheint mich sehr zu mögen. Wunderbar. Glückwunsch, Rex ist dein bester Freund. Denk daran, ihn regelmäßig zu füttern. Er kann seine Meinung ändern, wenn er vernachlässigt wird. Oh, du siehst ja... Rex streicheln. Oh. Naja, aber er frisst doch. Oh, Sisa. Das ist aber eine Fressanimation. Jo, mein Sisa. Wo gehst du jetzt hin?
Weizen. Oh, er rennt davon. Seht ihr das, wie er davon rennt? Vor allem wie er rennt. Die Rennen-Animation ist sehr interessant gemacht. Also das Laufen sieht ja schon lustig aus, aber... Aber das Rennen sieht ja mal richtig kacke aus. Okay. Mein Hund sieht scheiße aus. Naja, schade. Kann man nichts machen. So, damit hätten wir uns den Rex geholt. War ja gar nicht so schwer. Ich muss mal meinen Geldbeutel aus der Tasche tun. Der ist so prall gefüllt. Nein, ist er nicht. Aber er tut weh. So, ja. Damit hätten wir jetzt auch schon den Hund. Das war jetzt eine sehr kurze Reise. Ich meine, die Folge ist jetzt zu Ende. Das passt. Aber, ja. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Ich dachte, wir müssen den noch ein bisschen durch die Prärie jagen, bis wir den... Bis wir den soweit haben. Aber jetzt will ich mal schauen, wie das aussieht, wenn der in seiner Hundehütte sitzt. Gut, aber das, meine Freunde, machen wir erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Time to Play, hier bei Farmers Dynasty. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.